ein autonomes Schiff ohne Besatzung einer neuen Generation. So bezeichnen die Entwickler dieses 9 Meter lange Meisterwerk der Ingenieurskunst. Die Hauptaufgabe des Schiffes ist die hydrographische Forschung, daher wurde eine ganze Reihe von Systemen und Sensoren an Bord platziert. Unter anderem mehrere Echolote, eine 360-Grad-Kamera, eine Wetterstation und ein Radarsystem. Das Schiff hat einen Dieselmotor, aber die Entwickler behaupten, dass die CO2-Emissionen um 90% reduziert wurden. Die Leistung beträgt 80 PS, die heiße Geschwindigkeit beträgt etwa 15 km/h. Für die Ortung wird das DGPS-System verwendet. Das AIS-System identifiziert sowohl nah- als auch entfernte Ziele automatisch und vermeidet Kollisionen mit anderen Schiffen und Hindernissen. Dies ist das Konzept einer schwimmenden Stadt, erfunden vom italienischen Designbüro Lazzarini Design. Der wichtigste Vorteil ist die Modularität. Auf einem schwimmfähigen Basismodul mit einer maximalen Größe von 54 x 54 Metern kann man wie bei Lego zusätzliche Module platzieren. Das größte geplante Gebäude soll eine Höhe von 30 Metern erreichen. Die Energie kommt von Solaranlagen und Turbinen. Sie sollte ausreichen, um alle wichtigen Systeme der Stadt zu betreiben, einschließlich Entsalzungsanlagen. Die pyramidenförmigen Gebäude sind den Bauwerken des Maya nachempfunden, aber auch gewisse japanische Einflüsse lassen sich nicht verleugnen. Um das Projekt zu starten, beschlossen die Autoren, Sponsoren für den Bau eines Moduls von 10x10 Metern zu finden, das als schwimmendes Hotel fungieren soll. Der erforderliche Betrag beträgt 375.000 US-Dollar. Bereits im Jahr 2022 sollen die ersten Zimmer für etwa 1.000 US-Dollar pro Nacht zur Verfügung stehen. Das hier ist ein aufwendiges Kabelverlegungsprojekt, das von Ingenieuren aus Deutschland durchgeführt wurde. Für einen Offshore-Windpark mit ausreichender Kapazität zur Versorgung von rund 340.000 Haushalten mussten vor der Ostseeküste rund 120 Kilometer See- und 36 Kilometer Erdkabel verlegt werden. Die Arbeitskosten wurden auf 209 Millionen US-Dollar geschätzt. Nostec 10, ein auf die Verlegung von Seekabeln spezialisiertes Ponton, sollte die Kabel zum Windpark Baltic 2 verlegen. Mit über 90 Metern Länge und 27 Metern Breite verfügt die Nostec 10 über die Ballons aus Kabelzuladung, Flachwassergängigkeit sowie einer hochgenauen Positionierbarkeit, die es zum perfekten Fahrzeug für dieses Projekt machen. Dank des visuellen Fernüberwachungs- und Kontrollsystems wurde das Fehlerrisiko erheblich reduziert. Eine spezialisierte, hochwertige Software half dabei, die Dynamik aller wichtigen Werte zu verfolgen. Hier kommt ein Projekt von EcoWave Power, ein Kraftwerk, das von Wellen angetrieben wird. Der Vorgang der Energiegewinnung ist einfach. Die Wellen bewegen spezielle Schwimmer mit hydraulischen Kolben. Der Hydraulikflüssigkeitsdruck treibt den Rotor an, der Strom erzeugt. Die erzeugte Energie wird über den Wechselrichter in das Netz eingespeist. Die Schwimmer können entlang von Pfeilern und ähnlichen Strukturen installiert werden. Nach Angaben der Entwickler ist eine Wellenhöhe von einem halben Meter für den Betrieb ausreichend. Bei Wetterumschwüngen oder großen Wellen steigen die Schwimmer automatisch höher und kehren dann in ihre Ausgangsposition zurück. Die folgende Station wurde erfolgreich in Gibraltar getestet. Auch in Spanien soll etwas Ähnliches entstehen. Die geplante Kapazität des spanischen Projekts beträgt 2 Megawatt und soll für etwa 400 Haushalte reichen. Das folgende Bojenkraftwerk wurde in einem US-Unternehmen erfunden und bereits in der Praxis erprobt. Dank Sonnenkollektoren ist das Modell unabhängiger von Wellen geworden. Im Rumpf ist ein Stirling-Motor eingebaut, der mit Propan oder Biokraftstoff betrieben wird. Einer der wichtigsten Vorteile war die Vielseitigkeit der Boje. Die Entwickler betonen, dass man der Konstruktion viele Optionen hinzufügen kann. Die Systeme für die Arbeit mit WLAN, 4G, 5G und Satellitendatenübertragung verwandeln die Boje nicht nur in einen Energie-, sondern auch in einen Kommunikationsknoten. Durch das Hinzufügen von Systemen zur Verfolgung von Naturgefahren wie Tsunamis kann es außerdem zu einem wichtigen Bestandteil eines Überwachungsnetzes werden. Im Oktober 2021 gelang es den US-Wissenschaftlern erstmals, das Innere eines Hurrikans zu filmen. Und zwar mit einer unbemannten Drohne von Saildrone. Eine dieser Drohnen ist 25 Meter lang und kann ein Jahr lang autonom fliegen. Sie hat bereits die Strecke von San Francisco nach Honolulu zurückgelegt und dabei viele Daten gesammelt. Und eine weitere Version, die 7 Meter lang ist, überquert erfolgreich den Atlantik, und zwar in beide Richtungen.
Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Untersuchung des Golfstroms. Es ist wichtig zu verstehen, wie genau der Ozean Kohlendioxid absorbiert und welche Rolle die Strömung bei diesem Prozess spielt. Die für das Projekt ausgewählten Explorer-Drohnen sind in der Lage, durch die Nutzung der Kraft von Sonne und Wind Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h zu erreichen. Seit 1990 ist der mittlere globale Meeresspiegel um etwa 21 cm gestiegen. Klingt halb so schlimm, doch diese Zahl bedeutet eine ernsthafte Belastung verschiedener Infrastrukturen, insbesondere von Unterwassertunneln. Eine der wenigen verfügbaren Lösungen zur Verstärkung von Tunneln sind diese Produkte eines schwedischen Unternehmens. Das Team bietet Lösungen zur Abdichtung und Versiegelung von Betonstrukturen und zur Erhöhung ihres Schutzgrades. Die Omega-Dichtungen beispielsweise gleichen die Bewegung des Tunnels selbst bei einem Erdbeben aus. Das Unternehmen bietet auch spezielle Polymermörtel und Fugenbänder an, die sowohl für den Bau neuer als auch für die Sanierung alter Tunnel verwendet werden kann. Die folgende Bohranlage gehört dem Geologie- und Forschungsunternehmen Fagro und hilft beim Entnehmen einer Gesteinsprobe, die zur Untersuchung der geologischen Struktur eines Reservoirs notwendig ist. Die Anlage ist so gut es geht automatisiert, mit fortschrittlichen Hebungskompensationssystemen ausgestattet und bei der Planung verschiedener Projekte unverzichtbar, von Pipelines bis hin zu Kabelsystemen. Sie ist 5,5 Meter hoch und die Bohrungen sind in einer Tiefe von 3 Kilometern möglich. Die gewonnenen Daten sollen dank einer Webplattform nahezu in Echtzeit an Land verfügbar sein. Die Reinigung der Wasseroberfläche war noch nie so einfach, versprechen die Entwickler dieses Roboters. Es handelt sich um einen unbemannten Mini-Katamaran, der Verunreinigungen von der Wasseroberfläche einschließlich Mikroorganismen und Kohlenwasserstoffe entfernt. Die Drohne ist mit speziellen Gittern und Sensoren ausgestattet, mit denen sie Wasserproben entnehmen und bei der Beurteilung der Qualität helfen kann. In Kombination mit Sonar kann das Gerät beurteilen, was in einer Tiefe von 10 Metern passiert. Mit einer einzigen Ladung arbeitet es etwa 6 bis 8 Stunden und die Höchstgeschwindigkeit beträgt etwa 4 km/h. Der Roboter wiegt 18 Kilogramm und wird in Frankreich hergestellt. Das Unternehmen Michelin hat ein aufblasbares Segelsystem entwickelt. Laut den Ingenieuren erhöht die Lösung die Kraftstoffeffizienz um etwa 20% und soll bei weiteren Anpassungen sowohl für große Frachtschiffe als auch für kleine Sportboote geeignet sein. Die Fläche eines Segels beträgt etwa 100 Quadratmeter. Das System wurde nach dem Vorbild von Flugzeugflügeln geschaffen. Das Unternehmen fügt hinzu, dass es keine Probleme mit Durchfahrt unter Brücken geben soll. Für diese Zwecke sei ein Teleskopmast verantwortlich. Die smarte Automatisierung passt die Position der Segel so an, dass sie den Wind optimal nutzen und sich falten, falls ein Sturm aufkommt. Für das Jahr 2022 sind eine Reihe von Tests geplant, dann ist ein Übergang in die vollwertige Produktion möglich. Der internationale Technologiekonzern Kongsberg bietet diese A5-Serie von Wasserstrahlgeräten an, die aus mehreren Gründen interessant sind. Erstens ist es den Ingenieuren gelungen, den Installationsraum im Vergleich zu früheren Generationen um durchschnittlich 20% zu reduzieren. Dies ermöglicht den Einsatz der Wasserstrahlgeräte auch in kompakten Räumen. Zweitens bietet die A5-Serie gleich 7 Varianten von Düsen, die bei Bedarf in Geschwindigkeitsbereichen bis zu 74 km/h abdecken. Dadurch eignen sie sich auch für Patrouillen und Rettungsboote. Und drittens testet das Unternehmen Motoren im eigenen Zentrum für hydrodynamische Forschung. Daher werden die Jets in optimalen Konfigurationen geliefert und erfordern weniger Einstellarbeiten. Dieser Prototyp einer Gezeitenturbine wurde bisher in Australien und Indien getestet und erfreute sowohl die Entwickler als auch potenzielle Kunden mit einer Reihe hervorragender Eigenschaften. Dazu gehören die Wirtschaftlichkeit. Die Produktions-, Installations- und Wartungskosten werden im Vergleich zu ähnlichen Modellen um 50% reduziert.
die Leistung und Skalierbarkeit, ein Block aus mehreren Turbinen kann problemlos 1 Megawatt Leistung erzeugen. Und die Zuverlässigkeit, es gibt nur ein bewegliches Teil. Der Betrieb der Turbinen kann ferngesteuert werden, für die optimale Position sorgt ein automatisches Nivellierungssystem. Die Effizienz ist selbst an kleinen Flüssen ziemlich hoch. Zudem arbeitet die Turbine nahezu geräuschlos. Die Formen und Materialien des Gehäuses sind so gewählt, dass die Geräte möglichst wenig von Algen überwuchert werden. Ein Team aus den USA bietet Roboterbojen an, die keinen Anker brauchen. Sie wurden für Segelrennen geschaffen, da gewöhnliche Bojen ständig durch Wind oder Strömung verschoben werden. Diese hier bleiben dank eines Positionshalter-Algorithmus immer an den angegebenen Koordinaten fixiert. Die Bojen werden mit dem Internet verbunden, arbeiten mit GPS und bewegen sich mit etwa 7 km/h. Sie bleiben auch bei Windgeschwindigkeiten von 56 km/h und Wellen von bis zu 3 Metern Höhe an Ort und Stelle. Unter normalen Bedingungen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 18 km/h hält der Akku etwa einen Tag. Die Entwickler weisen darauf hin, dass die Bojen im zusammengeklappten und entleerten Zustand sogar in einen PKW transportiert werden können. Dafür muss man die Rücksitze umklappen und jemanden beim Tragen um Hilfe bitten, denn eine Boje wiegt ganze 52 Kilogramm. Apropos coole Software. Führend in diesem Bereich sind die Entwickler einer Lösung namens Makailei. Die Software wird von mehr als 80% der Kabelverlegeschiffe weltweit genutzt und hat dazu beigetragen, über 500.000 Kilometer Kabel zu verlegen. Makailei bietet umfassende Datenmodellierungs-, Planungs-, Protokollierungs-, Analyse- und Überwachungsfunktionen. So wird zum Beispiel die 3D-Visualisierung der Lage des verlegten Kabels je nach unterschiedlichen Faktoren unterstützt. Es gibt zudem die Möglichkeit, den Kurs zu steuern und Daten zur Unterstützung des Steuermanns auszugeben. Dank der Erstellung von Modellen kann man besser verstehen, wie sich das Kabel unter bestimmten Bedingungen verhält, um mögliche Probleme sofort ausfindig zu machen. Ein weiteres Projekt zur Energiegewinnung ist diese Gezeitenenergieplattform, entwickelt von britischen Ingenieuren. Die Tests begannen im Jahr 2021 in der kanadischen Provinz Nova Scotia. Das Design der Plattform kombiniert gleich mehrere interessante Aspekte. Für die Arbeit reicht eine Tiefe von 2 Metern. Die Plattform ist dank ihres modularen Aufbaus einfach zu reparieren und zu warten. Die Plaid-Eye-Version 6.4.0 ist für eine Leistung bis zu 9 Megawatt ausreichend. Darüber hinaus passt sich die Plattform automatisch den Gezeiten an und lässt sich auch leicht schleppen.